Das Internet ist voll mit Beauty-Produkten, die oft gut sind, aber viel zu oft schlecht sind. Und meine Aufgabe ist es, euch immer die spektakulärsten Produkte rauszusuchen, die sich wirklich, wirklich lohnen. Und heute schauen wir mal gemeinsam, ob die Produkte sich lohnen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Beauty-Produkte bei Amazon bestellt. Nicht unbedingt von Marken, die wir kennen. Nichtsdestotrotz sind hier Favoriten dabei und ein paar neue Produkte, die wir unbedingt ausprobieren sollten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe ein bisschen müde aus. Es hat nämlich auch einen ganz bestimmten Grund. Ich trage keinen Color Corrector. Üblicherweise trage ich jeden Tag seit 2 Jahren, bevor ich das Video starte, bevor ich das Haus verlasse, dieses Ding hier von Charlotte Tilbury. Das ist das Magic Vanish. Das geht mir aber ehrlich gesagt ein bisschen ins Geld. Ich glaube, ein kleines Döschen kostet 38 Euro. Ist nicht viel drin. Und für 38 Euro kann ich viele andere Dinge kaufen. Und deswegen dachte ich mir, komm, vielleicht findest du ein paar andere Produkte, mit denen du ähnliche Ergebnisse erzielen kannst. Und vielleicht auch nochmal so das ein oder andere Schätzchen. Deswegen habe ich ein paar Sachen bei Amazon bestellt, die. Einige kennt ihr schon, die sind wirklich, wirklich gut. Ich dachte, ich nehme sie nochmal mit rein, falls ihr damals das Video nicht gesehen habt. Aber auch ein paar neue Produkte, wie beispielsweise das hier. Und wir werden schauen, ob das Ganze funktioniert. Deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen müde aus. Ich dachte mir, wir schauen einfach mal, wie die Sachen performen. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Ihr könnt euch da gerne mal ein bisschen umschauen. Und falls ihr etwas findet, was ich unbedingt testen soll, das gilt für jedes Video, nicht nur für das, schickt mir gerne Links bei Instagram oder auch von mir aus per E-Mail. Dann kann ich schauen, was ihr euch wünscht, dass ich die Sachen bestelle und dann für euch teste. Das ist mein Ziel, dass ich euch, bevor ihr Sachen kauft, die Sachen selber kaufe und teste für euch, damit ich dann darüber ein Video machen kann und vielen von euch dann helfen kann. Ich kann das natürlich nicht bei jeder kleinen Wimperntusche machen, aber wenn es so ein paar Produkte gibt, die ich häufiger mitbekomme, mache ich das natürlich gerne. Und ich freue mich auch, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und so langsam bin ich in der Launchwoche angekommen und so langsam habe ich alles auch so ein bisschen sacken lassen und es geht mir mittlerweile wieder sehr gut. Lasst euch nicht täuschen, das sind Fast-Food-Unreinheiten und Müdigkeit und es war eine wilde Woche und das sieht man bei mir immer in der oder an der Haut und deswegen ist diese Woche so ein bisschen hautberuhigendes Skincare-Programm angesagt. Wir starten jetzt mal kurz mit dieser Palette gleich direkt. Das ist Carla Secret, eine Camouflage HD-Palette. Ich habe die neulich bei Makeup Forever, glaube ich, hat so ein ähnliches Ding rausgebracht. Ist recht teuer, das war nicht so teuer. Wir haben hier unten eine Vielzahl an verschiedenen Skin Shades: etwas hellere, etwas dunklere, ein bisschen wärmer, ein bisschen kühler. Und wir haben hier oben die Correction Palette. Es gab die nochmal mit Blushes, glaube ich. Ich habe mich aber extra für die entschieden, weil ich halt diese Color Correction eigentlich immer ganz gerne mag. Das ist etwas, was mir persönlich auch sehr viel Freude macht, weil ich, also nicht jeden Tag, weil das ist schon sehr aufwendig und man muss sich konzentrieren dabei, aber. Wenn ich weiß, ich möchte jetzt mal 5 Minuten Make-up länger machen, um so ein bisschen runterzukommen, dann mache ich das immer ganz gerne. Wir haben hier diese Color Correction. Orange, diese peachigen Töne sind für Augenringe, falls ihr bläuliche Verfärbungen habt. Grün für Rötungen, lila, wenn es fahl ist und gelb, um so ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Weiß und dunkel, um etwas heller oder dunkler zu machen. Wir probieren jetzt erstmal diese beiden Farben hier zu mischen, weil das ein bisschen zu hell ist für meine Augenringe und das ein bisschen zu dunkel. Und meistens sind diese Farben auch hitzeaktiviert. Ich bin gespannt, wie es hier mit dem Pinsel funktioniert. Oh, es kommt tatsächlich schon was runter. Ja, es sieht jetzt ein bisschen orange aus. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Also wenn ich nur Color Correction trage, dann probiere ich wirklich so nah es geht an meiner Hautfarbe zu landen. Ich habe ja das Glück, dass meine Hautfarbe so ein bisschen rötlich ist im Gesicht. Und dann kann ich das hier so ein bisschen anpassen. Das Ziel von Color Correction ist eigentlich nicht, die Deckkraft zu haben, sondern nur die Farbkorrektur. Deswegen könnten wir auch hier mit dem Finger reingehen und ein bisschen mehr auftragen und haben dann einen schön orangefarbenen Ton. Ich blende mir das aus. Sie sind hitzeaktiviert. Sie fühlen sich auch so ein bisschen cremig wachsig an, aber nicht so. Und da war ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Ihr kennt doch diese, war vor 5, 6 Jahren, war das mal so ein Ding. Weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt. Wish. Da gab es auch ähnliche Paletten. Ich blende sie euch hier einmal ein. Grauenhaft. Da hättest du dir Vaseline mit
Wandfarbe zusammen aufmischen können. Die fühlt sich wirklich an wie eine Concealer-Palette. Man muss sie so ein bisschen einblenden, dass sie schön warm wird, weil sie dann auch ein bisschen schmilzt. Das ist oft aber bei diesen Color oder bei diesen Color-Books heißt das ja, wenn ihr verschiedene Farben habt, oft der Fall. Man sieht sofort einen Unterschied, glaube ich. Gefällt mir jetzt erstmal gut. Ich nehme jetzt mal nur Orange auf dieser Seite und dann schauen wir mal, wie wir das aufbauen können. Es sollte nicht zu dunkel sein, weil ihr sonst das Problem habt, dass ihr das Orange abdecken müsst. Und ich gehe noch ein bisschen mit Weiß und ein bisschen in diesen Peachton hier rein und decke das dann hier rüber. In dem Moment, wo ihr mit so einem Color Correction Produkt arbeitet, sorgt ihr dafür, dass die Farbe von unten nicht durchkommt. Und das ist ja das, was wir wollen. Das lässt sich ganz gut eigentlich einblenden. Ich nehme mal einen Schwamm und gehe hier so ein bisschen rüber. Und das hat schon ganz gut korrigiert. Wir machen mal weiter. Das ist jetzt ein. Wir probieren es und schauen, wie weit wir kommen. Es wird wahnsinnig spannend. Ich nehme jetzt mal einen sehr, sehr kleinen Pinsel. Ich habe ja jetzt hier so ein paar Rötungen. Mit so einem kleinen Lidschattenpinsel gehe ich hier in diesen Grünton. Der sieht sehr beunruhigend aus. Und ich gehe wirklich nur punktuell auf diese kleinen Stellen, wo ich Rötungen habe. Bei Grün ist immer so ein bisschen das Problem. Bei Rötungen muss man vorsichtig sein. Weil wenn ihr beispielsweise, meine Wangen sind ja jetzt so ein bisschen gerötet. Ne? Ich habe mich gerade eingecremt, ich habe mein Gesicht angefasst. Ihr kennt mein Gesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, ich werde sehr schnell rot. Sobald ich mich nur berühre, werde ich rot. Ne? Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen so mache, ist die Stelle hier gleich total rot. Wenn ich die jetzt mit Grün abdecke und in einer Stunde diese Rötung wieder weg ist, dann scheint nur noch Grün durch. Also es ist wirklich immer so ein schmaler Grat, bevor es zu viel wird. Also ich bin wirklich eher ein bisschen vorsichtiger, nehme hier so ein bisschen und kann punktuell ausgleichen. Ich will auch gar nicht unbedingt alle Rötungen ausgeglichen haben, weil, hätte mir das Maxima vor ein paar Jahren gesagt, dann sehe ich halt aus wie eine Puppe und das ist jetzt nicht unbedingt der Vibe, den ich heute haben möchte. Aber hier gerade so um die Rötungen um die Nase herum fühlt sich das gar nicht so schlecht an. Es gibt auch diese hier von e.l.f., die sind sehr, 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 sehr gut. Gibt es in allen Farben, mag ich sehr gerne. Ich dachte, ich probiere einfach das mal aus. Wir haben noch ein bisschen Lila und da nehme ich mir einen größeren Pinsel und möchte mit dem Lila nur ganz grob gehen. Lila ist immer sehr pigmentiert. Das hilft vor allen Dingen an so fahlen Stellen, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Das ist sehr pigmentiert. Also, das ist mir schon fast. Das sehr pigmentiert, aber ihr seht, wie es den Bereich dann auch gleich auffällt. Wenn ihr vielleicht hier so ein paar Pigmentstörungen habt oder so, funktioniert das immer ganz gut. Auch da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen rantasten an Color Correction, aber wenn man dann halt mal sowas hat, wo alles mit dabei ist, dann könnte das wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Okay, genug davon. Wir machen mal Foundation drauf, denn das wird jetzt richtig, richtig spannend. Ich wollte es euch noch einmal zeigen. Ich habe hier diese Mixing Mediums auch bei Amazon gekauft. Einmal in Weiß, einmal in Blau. Gab es, glaube ich, auch noch in Rot, aber mit Rot mache ich das meistens lieber mit einem Lippenstift. Damit kannst du die Farbe der Foundation ändern, habe ich euch schon mal gezeigt. Ich gucke mal, ob ich das Video finde, dann verlinke ich euch das hier. Ich nehme jetzt mal diese hier von NARS, die Light Reflecting Foundation. Die ist ein bisschen, zu hell ist sie jetzt. Ja, doch ein Stückchen, wir könnten sie ein bisschen heller machen. Ich nehme mir ein bisschen hiervon und mache mir wirklich, die sind sehr pigmentiert. Einen kleinen Punkt von dem Weiß rein und den noch kleineren Punkt von dem Blau, damit es nicht grün wird. Das passiert oft, man muss es so ein bisschen üben. Nur eine kleine, kleine Menge reicht von dem Blau. Die Mischplatte gibt es bei mir im Shop und mische mir das Ganze zusammen und kann die Foundation aufhellen und ein bisschen weniger warm, ein bisschen weniger gelb machen. Wenn ich sie direkt daneben mache, glaube, seht ihr den Unterschied ganz gut. Ich nehme jetzt hier mal nur eine kleine Menge. Wir brauchen ja jetzt auch potenziell nicht mehr ganz so viel Foundation, weil wir ja schon viel mit Color Correction geschafft haben und blenden das Ganze einmal aus. Ich fühle mich immer mit so einer Mischplatte wie Bob Ross. Okay, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Die Haut sieht sehr gleichmäßig aus. Auch die Foundation über dem Color Corrector hat gut funktioniert. Was man machen kann, ist, man kann natürlich auch den Orangeton so ein bisschen dann noch in den Concealer mischen. Das will ich jetzt aber nicht. Ich zeige euch noch ein Produkt, was wirklich alles geändert hat und ich glaube, 600 Leute von euch haben das nach dem Video gekauft. Dieses Ding hier. Das ist ein Contour Wand von Key Best. Besser als das von Charlotte Tilbury, weil das hier ist wirklich grau. Das ist sehr, 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 sehr kühl und ihr könnt das super, super gut verblenden. Zack, fertig und ihr habt eine Kontur so ungefähr. Sehr pigmentiert, sehr, sehr kühl. Also das ist nicht wie das von Charlotte Tilbury. Das ist nämlich sehr warm von Charlotte Tilbury und so ein bisschen glowy. Das ist ein matter Contourton und das ist genau die Farbe, die ich gesucht habe.
einfach hier so ein bisschen hin. Ich habe jetzt nichts rausgedrückt, nichts Neues rausgedrückt, weil es sehr pigmentiert ist. Das reicht schon für dich und deine Mutter. Einfach so ein bisschen ausdiffusen und dann können wir es nachher immer noch ausbauen. Funktioniert tatsächlich auch auf einer fixierten Base ganz gut. Sie sollte jetzt nicht frisch fixiert sein, aber wenn ihr sagt, okay, ihr habt euer Make-up schon ein paar Stunden drauf, dann funktioniert das sehr gut. Mag ich super, super gerne und ich fokussiere im Moment auch ganz gerne meinen Konturton so ein bisschen hierhin und blende ihn dann aus, weil ich finde, das gibt meinem Gesicht nochmal, es nimmt so ein bisschen die Bäckchen hier weg und blende das dann hier so ein bisschen hoch und das Gesicht ist deutlich definierter. Liebe ich, liebe ich, liebe ich, gibt es als Blush, das zeige ich euch auch noch, weil wir haben in der Palette kein Blush, sehr, sehr, sehr pigmentiert. Also ganz vorsichtig sein. Blende ich hier gleich so ein bisschen rein. Kann man auch gut, also mache ich immer ganz gerne vorm Concealer, weil ich das dann so ein bisschen absoften kann wieder und blende mir das richtig schön hier in die Bäckchen. Große, große Empfehlung, die sind wirklich günstig. Ich glaube, die liegen bei 7 € oder so und du wirst die Dinger nie leer kriegen. Also, ich wüsste nicht, wann man das leer kriegen soll. Gut, Blush ist da. Ich nehme jetzt mal meinen Concealer, lasse den ein bisschen antrocknen und in der Zwischenzeit haben wir natürlich noch diese Kohl-Palette oder hier die, wie heißt sie? Carla. Und wir probieren, ob wir damit auch Bronzer auftragen können. Denn da haben wir natürlich auch ein paar Farben. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen planlos in diese Farbe hier. Ach, einfach so, komm, hier so ein bisschen gemischt und setze mir das hier. Das ist nochmal eine ganz andere Textur. Die ist deutlich, deutlich cremiger als die Color Correction Produkte. Das ist aber auch typisch bei Color Correction, dass sie immer so ein bisschen pudriger sind. Geniale Farbe. Nicht zu warm, sehr, sehr leicht, also nicht so super pigmentiert. Da bin ich eh kein Freund von. Ich habe mir so ein bisschen den Kaya, ich liebe den Kaya Bronzer, ne? Aber der ist mir zu doll pigmentiert und es geht ganz schnell in die Hose. Hier, schaut mal, kann ich das richtig schön in den Haaransatz setzen. So ein bisschen um die Nase, in die Augenbraue rein. Und wenn ich euch ein Stückchen rausnehme, dann seht ihr auch den Unterschied, wie leicht sich das verblenden lässt. Also das gefällt mir deutlich, deutlich besser bis jetzt als die Color Correction Produkte. Und ihr eine Vielzahl habt, ne? Im Sommer habe ich eine andere Farbe als im Winter. Manchmal möchte ich auch so ein bisschen mehr haben. Dann kann ich hier natürlich auch ein bisschen dunkler gehen und das dann mischen. Du bist halt dein eigener Boss. Und dann einfach so ein bisschen aufbauen und du bist super, super bronzy. Kleiner Tipp, damit die Kanten ein bisschen schöner sind. Ich nehme den Schwamm, mit dem ich die Foundation eingeblendet habe. Diese einzelnen Haare machen mich fertig. Gehe hier so ein bisschen rüber, blende das alles aus, blende den Concealer schnell einmal aus und dann seht ihr auch Gesamtergebnis einmal. Also das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Wir probieren auch gleich natürlich noch ein Highlight zu setzen. Gehe hier jetzt auch echt nochmal mit dem bisschen Concealer hier überall rüber, dass es natürlich nicht ganz so bronzy ist, aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Es fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Wahnsinnig schön. Das gefällt mir sehr gut. Lasst euch jetzt nicht von meinem, ne, das ist jetzt nicht meine Farbe, die jetzt passen soll. Ich will euch nur die Texturen zeigen. Wir nehmen Letizia und Maxim Pinsel und wir haben jetzt hier nochmal ein paar Brightening Farben. Ich gehe jetzt mal hier rein. Also mit dem Finger geht es besser, ne? Aber ich will jetzt hier nicht direkt mit dem Finger reingehen und kann. Ich glaube, ihr seht es, ne? Wie pigmentiert das ist. Aber nicht so. Also das sieht auf der Haut. Sieht das nicht cakey aus, sondern ihr seht direkt im Unterschied, dass das, also es ist halt so ein bisschen cremig, ne? Ich bin gespannt, wie es gleich fixiert aussieht, aber im direkten Vergleich seht ihr, wie man damit durch diese Kleinigkeiten, nur durch diesen Highlight-Punkt hier außen, das Gesicht komplett anders formen kann. Mach es erstmal grob. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man damit so ein bisschen Underpainting machen kann und dann definiere ich hier unten die Kontur so ein bisschen aus. Keine Sorge, ich gehe gleich noch mal ein bisschen rüber. Bei Cremeprodukten ist ja das Schöne, dass du wirklich Zeit hast, alles so ein bisschen einzublenden und zu schauen, wie es dir gefällt. Ich sehe jetzt so ein bisschen glitschig aus, aber ich lieb's. Ich will noch ein bisschen dunkler hier. Ich fühl's. Also das macht wirklich gerade Spaß. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil wenn diese günstige Palette schon so ein krasses Ergebnis erzeugt, wie ist dann erst die teure? Das ist ja oft so. Vielleicht ist sie auch schlechter. Das weiß ich nicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fixiere das Ganze wie immer mit dem Coty Erstband Powder. Gibt es auch bei Amazon. Gibt es das, glaube ich, sogar nur bei Amazon. Nehme meinen Microfiber Multitool Mini. Fixiere das. Ich bin wirklich sprachlos. Ich habe nicht. Ich habe. Na, ich. Mittlerweile weiß ich, es gibt bei diesen Amazon-Produkten oft Flops,
weil die einfach billig, also billig ist ja nicht schlecht, aber billig und schlecht ist eine doofe Kombination. Und mit dem Rest, den ich hier dran habe, fixiere ich einmal mein Make-up und muss sagen, es sieht auch fixiert sehr, sehr gut aus. Es hat nirgendwo gecreased. Wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckt bin ich. Freunde, es geht natürlich noch weiter. Ich habe noch was. I. Oh Mist. Sekunde, ich muss mal hier kurz sauber machen. Es sieht schon wieder aus wie im Saustall. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte noch was anderes. Wo liegt es denn jetzt? Es ist so klein gewesen, aber es war ganz süß. Das ist ein Cute Baby Bear Cheek Blush. Ich finde ihn sehr, sehr hell als Blush für mich. Wir probieren ihn einfach mal als Blush aus. So ein bisschen weißlich. Ja, dafür ist er nichts. Aber dafür habe ich ihn eigentlich gekauft, um den hier unter den Augen aufzutragen. Ich wusste das. Also so ein bisschen Pigment kommt durch, ihr seht's. Aber das sorgt halt dafür, dass ihr diesen super trendy Over-Blush-Look habt. Und wenn ihr nur eine ganz leichte Schicht nehmt, dann hält es natürlich optisch auch nochmal auf. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, bin ich ehrlich. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier mit dem Coty Aspen Powder lang. Kann da nochmal eine Schicht rübergeben und dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Als Blush ist es sehr, 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 sehr hell. Es kommt so ein bisschen von der Deckkraft her an das von Dior, den Rosy Touch Blush. Aber auch so all over the face, ne? Wenn ihr so ein bisschen Frische zurückhaben wollt, kann ich mir das gut vorstellen. Unter den Augen weniger ist deutlich mehr. Ich fixiere das Ganze einmal. Jetzt kann ich es ja auch endlich benutzen, ne? Ich greife immer hier automatisch zu anderen, damit ich euch das nicht zeige. Lassen wir es einmal kurz fixieren und ich habe noch was für die Lippen gefunden. Auch in super, super vielen Farben. Das ist ein Glasting Melting Balm. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie das Ding von MAC, das ja gerade durch die Decke geht, weil alle Beauty-Creatorinnen und Creator auf TikTok zu, es tut mir leid, zu dumm sind. Oder, nein, sie sind nicht zu dumm, sie machen es mit Absicht, aber es regt mich einfach auf. Es regt mich auf, Produkte für Klicks schlecht zu machen und vor allen Dingen auch kaputt zu machen. Das sind diese Glassing Balms. Die darfst du nur wirklich, also eigentlich fast gar nicht rausdrehen, weil die sind darauf angelegt, dass sie so weich sind. Hat nicht so einen richtigen Geschmack. Das ist die Farbe 04, Hippie Berry. Das ist so ein bisschen Glass Lips. Ich hole euch ran. So ein bisschen Glass Lips. Schöner Blauanteil. Super, super pflegend. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein pflegender Balsam. Hat aber eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Kann ich mir auch, muss ich das, muss ich ausprobieren. Leider als Blush sehr gut vorstellen. Ihr wisst es, ich benutze irgendwie immer alles als Blush. Weil der halt, also, nein, der ist halt super glossy. Und gibt. Yes, yes, yes. Ein bisschen aus wie so ein Beauty-Look für die Filmfestspiele in Cannes, ne? Freunde, das war ein phänomenaler Ritt. Es gab keinen Flop, es sieht so genial aus. Jetzt eine schöne Mascara an Eyeliner. Ich muss meine Augen gleich noch schminken. Aber das mache ich für was anderes. Grandioser Look. Grandioses Finish. Diese Camo-Palette. Also wirklich, das hat ja so viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und es sieht auch sehr, sehr gut aus. Und auch dieser Lip Balm, der ist ja genial pigmentiert. Ne? Da kannst du ja nichts falsch machen. Dann so ein bisschen als Blush rüber. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt der Look ausgezeichnet. Ich verlinke euch einmal alle Produkte unten. Ich bin sehr gespannt, was euch gefällt. Ich bin gespannt, was der Bestseller sein wird. Schaut gerne vorbei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Fühlt euch gedrückt. Wir sehen uns am Freitag hier wieder. Passt auf euch auf.